So, wir kommen gerade von unserem Lieblingstherapeuten, wo Katze halt auch das Thema war und bestimmen. Und naja, er hat uns insofern bereichern können, dass wir möglich, dass ich zumindest Möglichkeiten sehe, mein Frühwarnsystem besser zu kommunizieren, dass Ralf sich darauf einstellen kann. Ja, das war schon ganz wichtig. Ja, das sehe ich jetzt genauso. Was haben wir denn heute noch angestellt? So viel war es gar nicht, ne? Wir haben Doch, noch. du hast das Telefon, Faxgerät gerettet. Und genau, indem wir einfach mal den Stecker gezogen haben und wieder reingesteckt. Und dann fiel mir da noch was ein. Ich wollte doch noch irgendwas, hatte ich dir doch heute Mittag gesagt, ins Podcast mitnehmen. Ich weiß auch nicht mehr, aber ich erinnere Oder mich, was? dass da was war. Aber jetzt wissen wir es nicht mehr, so ist es halt. Genau. Und dann habe ich noch ein erfreuliches Erlebnis gehabt, dass ich Doch, ich weiß es jetzt. mein Portemonnaie, dass mir das an die Autotür geklemmt wurde, sonst wäre ich jetzt auf drauf angewiesen, alles wieder neu zu bestellen, nachzubestellen und um die Behörden abzuklappern. Das ist schon eine, ja, empfinde ich schon als bin ich schon sehr dankbar dafür, empfinde es schon als einen großen glücklichen Zufall. Aber du hast jetzt Jetzt auch fällt es ein. mir wieder ein, wir hatten noch eine Fahrkarte bei der Deutschen Bundesbahn Ah ja. bestellt und versehentlich ist dann die Uhrzeit war falsch. Schon frühmorgens um 5:06 Uhr hatte man versehentlich eingegeben und da wollte ich natürlich nicht um 5:06 Uhr, sondern erst um 7:45 Uhr losfahren. Ja, und nun war die große Frage, es war noch so ein super Sparpreis, ob man das stornieren kann. Und man kann es in der Tat, das gebe ich auch gleich weiter, das ist wirklich ein praktischer Tipp, man kann es, auch wenn da steht, man kann es nicht stornieren, das steht nämlich bei diesem super Sparpreis, man kann es wirklich noch stornieren, wenn du dich einfach vertan hast, also ein Versehen da gewesen ist, und Und zwar aus Kulanz. aus Kulanz kann es dann storniert werden. Die müssen es nicht, aber du musst dich dann auch ganz flott melden, wenn du es dann gemerkt hast in dem Augenblick, möglichst nach einer Stunde, also nicht länger als Innerhalb eine der der ersten Stunde, Stunde, ja. dann stornieren die das und erstatten dir auch das Geld zurück. Das dauert zwar eine Da, Woche, aber besser so als Ärger über, Ja. ja, das falsche, über die falsche Nee. Uhrzeit. Und da, ja, da war ich jetzt auch ganz froh oder wir waren ganz froh, dass wir das so hingekriegt haben. Diese Möglichkeit kannte ich bisher noch nicht und habe das zu Ralfs Fähigkeiten zugeordnet, dass er alles schon irgendwie wo einmal Das stimmt. erlebt In oder meinem gemacht hat in seinem. reichhaltigen Leben, genau. Ja, das ist also zu 99% trifft das zu, dass du da schon mal irgendwie mit irgendwas in Berührung gekommen bist, dieser Art. Ja. Dann waren so halt der Umgang mit unseren Gegensätzen war halt auch so ein Thema, wo wir auch mit diesem gefundenen Begriffen der Eheklappe oder des Autonomietankens jeder für uns selber also sorgen können mit Selbstfürsorge und das halt auch in Kommunikation bleiben, wenn man sich überfordert fühlt oder eben not amused oder wie auch immer das ausgehen kann, wenn man etwas falsch einge oder sich selber falsch eingeschätzt hat in der eigenen Belastbarkeit oder Genau. ja, Toleranzfähigkeit oder Ja, oder er war ja dann auch war ja so nett. Ich gehe dann so gerne in der Stadt immer zu so einem, kann man ruhig sagen, zu Frankowitsch. Feinschmecker. Feinschmecker ist das, da gibt es so kleine Baguettes mit ganz leckeren Canapés. Canapés. Genau, Schatz. Ein Begriff. Haben wir doch neulich Aus gelesen. unserer Hochzeit, ja? Ja, und aus der Bourgeoisie. Na sowas. Weißt du noch so, wie Da weit wir es war schon auch, gebracht haben, aber ja? ja auch schon heute drüber gesprochen. Also,
welchen Saus und Braus meine Eltern gelebt haben. Naja, das ist Jetzt wieder ein Thema für sich. Neureiche, ne? Neureich, über Neureich, was ist Neureich? Aber gehen wir nochmal auf den Frankovic, der ist sicherlich nicht neureich, weil es den bestimmt schon 100 Jahre hier gibt und der macht immer frisches Roastbeef und dann kostet so ein Canapé, ist auch nicht teuer, 2, 3 Euro. Aber die Barbara macht das auch nicht, genau wie im Markt, weil da natürlich unheimlich viele Leute sind. Das ist so eine Institution hier in Ja, Graz. wo man mal schon mal gequetscht gesessen haben muss unter Und den Sardinen. was wir natürlich auch jedem Gastgeber, oder ja, zeige ich das jedenfalls einmal da, muss man so ein Canapé essen. Ne? Muss Und man nicht, aber es ist schon naja, eine Einrichtung, ja, und ja. die Idee war ihm, wenn dir das nichts ist, du kannst mir ja dann aus Liebe dann irgendwann mal sagen, und heute, mein Schatz, da gehen wir zu Frankovic. Da sage ich, was ist denn das? Du gehst doch sonst nie dahin. Da Ja, kannst alle 10 Jahre, wenn man das schon schafft. das hast du aus Liebe. Vorfreude, schönste Freude. Ja, ja. Da freue ich mich jetzt schon drauf, auf den Tag, wo das geschehen wird. Ja, also die Chance dazu ist recht groß, weil ich es ja dann sagen kann, wenn ich mich dazu in der Lage fühle und nicht, wenn du es dir Ja. gerade wünschst und ich nicht weiß, wie ich dann die Stadt und das Tragen von der Maske oder was weiß ich, was da alles auf einen zukommen kann und das Einhalten von den Abständen. Das sind, naja, Ja, und mit den Schnee Märkten, von morgen. ja, und mit den Märkten ist es eben genauso. Die Barbara geht eben nicht so gerne auf den Markt und da kann man ja auch machen, dass ich vorneweg gehe und dann treffen wir uns auf einen Kaffee. Du holst mich ab zum Beispiel, ich fahre mit dem Bus rein und du holst mich mit dem Auto ab. Da Kann man dann erinnert auch mich so. irgendwie fast an das Schwalbennest. Was war denn da daneben gegangen? Das haben wir ganz vergessen, das haben wir gar nicht erzählt vom Schwalbennest, oder? Ich weiß gar nicht. Doch. Ja, war das nicht auch so eine Wunschding, ja, zum Schwalbennest und war gar nicht so schön, ne? Also war heiß Ja, es gewesen. war nur heiß und kein nur ein Sonnenschirm für diese kleine Balkonette. Ja. Da saß man auch wie auf dem Brezelpräsentierteller mit der Glut im Nacken oder von vorne. Naja, Schnee von gestern. Ja, sonst. Wir haben gestern Abend noch einen Anruf gekriegt von unserem ältesten Enkel. Die sind nun auch wieder wohlbehalten zu Hause eingetroffen von ihrer Wandertour durchs Riesengebirge. Das finde ich schon beachtlich, dass die Jungs das heute noch, was heißt, auf sich nehmen, ja, sich darauf einlassen, wo sonst eben alles eher auf Komfort und Bequemlichkeit und Internet und sonst was ausgelegt ist. Das scheint aber in so eine eigene Qualität zu sein, die sie zu schätzen Ja, und wissen. dann rief noch unsere Schwiegertochter an, dass es auch wieder Karten gibt. Die sind ja alle im Chor, alle drei eigentlich. Und spielen dann immer diesen Film Mamma Mia, ne? Ja. Von, wie heißen sie noch? Heißen Ja, die? weiß, was weiß ich, ich kenne mich in denen nicht Die aus, da ja. Waterloo singen, ganz bekannt. Ich komme jetzt auf den Namen nicht. Na, ihr werdet es schon kennen. Mensch, wie heißen sie denn? Jetzt, ja, es red weiter. Das regt mich auf, dass ich das nicht weiß. Das Ja, da ist ja richte ich mal mal wieder das wieder ab. Alter. Nein, Ja. das ist überhaupt nicht das Alter, das ist die Unkenntnis dessen, dass man einfach weiterredet und seinem Unterbewussten zu vertrauen und Aber, sagt, da ist siehst du es. es, ja. Aber, und da kommen die tollen Songs. Und da werden wir dann also auch so Mitte September wieder dabei sein und zwei Karten reservieren lassen. Da frage ich mich auch, da wird es auch voll sein, Liebste, frage ich dich Es schon ist immer. frei Du und ich musst kann dann dich nach da. Hause gehen zu Fuß. Hey, heute ist aber große Lautstärke angesagt hier. Ja, also ihr werdet mich laut und deutlich selbstfürsorglich erleben. Können wir ja mal das Pot, ja, den Ding mitnehmen und ein bisschen Musik einspielen. Nee, das werden wir nicht machen. Aber kann sich jeder selber auf seine Stimmt, auf seine Art und Weise und Weise ist ja gönnen. Ja. genug verbreitet hier im Internet. Ja, Ralf ist sonst dabei, seine Deutschland-Tournee zu planen. zu planen oder auch Termine zu machen, ist natürlich wird nicht einfacher jetzt in diesen Corona-Zeiten. Und ja, also das war's.
Macht es gut, bis und bleibt bald. gesund. Baba. Tschüss.